Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, das waren eben so zwei sehr schöne Erfolgsberichte. Ich bin mir sicher, der regierende Bürgermeister wird das nachher fortsetzen. Herr Müller, das sei Ihnen gegönnt. Aber ein bisschen Realitätssinn schadet, finde ich, auch dieser Koalition so ein Dreivierteljahr vor deren Abwahl überhaupt nicht. Und deswegen zu einigen Positionen, die Sie hier so vor uns ausgebreitet haben. Ich denke schon, dass wir als Oppositionspartei einiges nicht sehr viel anders gemacht hätten, aber wir hätten andere Akzente gesetzt und wir hätten uns bestimmte Dinge einfach mal verkniffen, Frau Lange. Insgesamt gesehen ist der Berliner Kulturetat ein einziges hilf- und konzeptionsloses Herumgewurstele, weil Sie wollten allen irgendwie etwas Gutes tun, die Koalitionsabgeordneten natürlich auch nach ihren Wahlkreisen, guten Freundinnen und Freunden, aber die Decke reicht bei allem Aufwuchs. Übrigens, Verträge sind zu bedienen, ne? Das muss man nicht noch hervorheben. Bei einem Aufwuchs reicht das von hinten bis vorne nicht. Die Mittel für die, ich zitiere, besonderen künstlerischen Projekte, es ist gesagt worden, die Citytex also, waren eine Erfindung der Künstlerinnen und Künstler selbst, die nicht zu Unrecht meinten, ein größerer Anteil an den zusätzlichen Einnahmen der Stadt, die sie selbst durch ihren Anteil an der Attraktivitätssteigerung Berlins erwirtschafteten, möge auch der Kunst zugutekommen. Was macht der Senat? Er verklappt die Künstlerinnen und Künstler Berlins zum zweiten Mal in Folge. Für den Doppelhaushalt 2014-15 war statt eines verlässlichen prozentualen Anteils am Gesamtvolumen eine Art Überschussbeteiligung vorgesehen. Das war die erste Schummelnummer. Die zweite folgt jetzt. Diese Überschussbeteiligung wird offenbar, weil die Überschüsse deutlich höher ausfallen als prognostiziert, Edmund Munket von 40 Millionen, auf einen vergleichsweise lächerlichen Minimalbetrag von 3,5 Millionen festgezurrt. Dann streicht man noch die Teilerläuterung, Ausgaben aus der Übernachtungssteuer ersatzlos. Das Bubenstück soll ja keiner merken. Ich finde schon, das ist ziemlich frech, meine Damen und Herren. Die Linke schlägt stattdessen in Anlehnung an eine Forderung der Koalition der Freien Szene einen mit 10 Millionen Euro auszustattenden Freien Kulturfonds vor, der von den Künstlerinnen und Künstlern selbst verwaltet werden soll. Wir wollen Transparenz in der Mittelvergabe durch eine deutlich ausgebaute Partizipation. Und das ist etwas völlig anderes als Ihre zunehmend undurchsichtiger werdenden Vergabekriterien für, ja, sie sind dankenswerterweise erhöht worden, die Stipendienansätze und die Mittel für die Verbesserung von Arbeitsraumsituationen. Apropos Arbeitsräume, da fällt einem doch gleich das Bernhard Heiliger Gedenkmuseum ein, für das Ateliers zerstört worden sind. Und vergleichen wir mal die Sicherung des Nachlasses eines der bedeutendsten Metallgestalter der deutschen Nachkriegsmoderne, Fritz Kühn, war dem Senat keinen müden Cent wert. Aber Kühn lebte in Bohnsdorf, das ist im Osten, hat er Pech gehabt, Heiliger werkelte im Westen und selbst des Führers Liebling Steinmetz hielt ihn für begabt. So unterschiedlich ist das in der Berliner Politik. Havemann-Gesellschaft, Geschichte. Also die peinliche Nummer, Herr Müller, die sich Ihre Verwaltung und die Koalitionsparteien hier in den letzten Monaten geleistet haben, spottet jeder Beschreibung. Es geht um sage und schreibe 270.000 Euro, mehr nicht. Allerdings, ich verstehe das, die Erinnerung an den stillen, aber zutiefst wirksamen Widerstand der vielen wachzuhalten, das ist ein gefährlich Ding. Irgendwann konnte das Volk der große Lümmel ja auf Nachahmungsgedanken kommen und das geht nun gar nicht. Also weg damit. Zu den Theatern, zur Volksbühne ist ja schon gesprochen worden, da gehört einfach mal der politische Zahn gezogen. Erstmal benennen wir die um, neue Volksbühne, kleingeschrieben, das ist innovativ, das ist kreativ, international, klingt beinahe irgendwie englisch, zumindest so ähnlich. Und dafür ein Konzept, das tatsächlich auf einem halben Dutzend Seiten Schaum und Blase von sich gibt und dafür geben Sie locker 2,23 Millionen Euro aus. Das finde ich schon unerhört. Aber bitteschön, das Theaterpublikum Berlins kann ja auch nach Hamburg oder nach Dessau zum Beispiel fahren. Warum nicht schöne Städte? Einer kann es nicht. Das sind die Kinder. Das sind die Kinder. Und das ist perfide, Herr Müller, weil die Kinder- und Jugendtheater des Landes Berlin, und das betrifft fast ausnahmslos alle, vom Theater an der Parkaue bis hin zu Plattypus und den Puppenspielern in der Zitadelle in Spandau, die vegetieren weiter in einem erbärmlichen finanziellen Zustand dahin. Ich finde schon, für Kinder muss man spielen wie für Erwachsene, nur besser.
Die Koalition handelt aber nach dem Motto, für kleine Leute genüge kleines Geld. Frau Lange, Herr Saleh, Herr Graf, Sie sollten sich in Grund und Boden schämen für diese Art von Politik. Von der CDU erwarte ich aber nichts anderes. Die verwechselt ja sowieso permanent das P wie Pädagogik mit dem P wie Polizei. Aber auch für Sie zum Mitschreiben, eine einzige Aufführung von Atze oder dem Theater Strahl wirkt nachhaltiger, humanisierend als 5 lange Reden des Innensenators der Stadt Berlin. Ich wünsche mir mehr Theater für unsere Kinder. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ansonsten, stopp, einen Satz möchte ich noch sagen. Obwohl die den müssen Sie Karte sich noch blinkt. Anhören. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, sagte Martin Luther. Wir sind im nächsten Jahr kurz vor der Reformation. Im September 2016 machen wir den Haushalt nochmal. Vielen Dank.